Hallo, mein Name ist Lara Simone, ich bin 17 Jahre alt und ich gehe auf die AHS Maria Regina, wo ich derzeit die 11. Schulstufe besuche. Insta, TikTok, Wisch und Weg. Mit diesem Thema befasst sich meine heutige Rede, die ich auf Deutsch und Englisch halten werde. Instagram oder Insta und TikTok sind Namen von Apps, die sicher vielen von euch bereits bekannt vorkommen. As a matter of fact, I'm confident that many of you use these apps on a regular. And there's absolutely nothing wrong with that. Funny videos, pretty pictures, entertaining content. Surely, those apps are completely harmless. Naja, nicht ganz. Ob wir es uns eingestehen wollen oder nicht, sind diese Apps Teil unseres Alltags geworden. Oft verbringen wir auch erheblich viel Zeit damit, fremde Leute und deren Leben zu analysieren. Now, some of you may think, so what, there's no harm in doing that. And I agree with you, especially since I do the exact same thing. Of course, it all starts off with me just wanting to distract or simply entertain myself. After all, that's what these apps are for. However, whether it's on purpose or not, I'll often start comparing myself to these strangers on the internet. And questions start arising. Warum sehe ich nicht so aus? Wieso kann mein Leben nicht auch so toll sein? Jedes Mal mache ich mich mit diesen sinnlosen Fragen fertig. Jedes Mal eine neue Unsicherheit. Und jedes Mal spüre ich, wie mein Selbstbewusstsein schwindet. No matter how many times I tell myself that another person's beauty or success doesn't take away from mine, I still can't be convinced. All I can think about is what I need to change about myself and how I'm not good enough. Du bist nicht gut genug. Dieser Satz geht mir so oft durch den Kopf. Nicht hübsch genug, nicht schlau genug, nicht genug. Ich sehe all diese perfekten Menschen und wundere mich, warum ich nicht auch so sein kann. What I never consider is that the person on my screen has problems and insecurities just like I do. Instead, I can only see their oh-so-perfect life, which reminds me of my own shortcomings. I see their beautiful face, I see how flawless their body is, and I see just how much better they're doing than me. But are they really? Die Wahrheit ist doch, dass wir keine Ahnung haben, wie das Leben dieses perfekten Menschen tatsächlich aussieht. Denn so viel von dem, was wir zu sehen bekommen, ist bloß eine Fassade und kein Bild, das der Realität entspricht. Doch besonders wir Jugendliche merken gar nicht, wie sehr wir von diesen falschen Bildern beeinflusst werden. Sie werden zu unserem Ideal, ein komplett gestörtes Ideal. And this false image of how we're supposed to look and live is, simply put, idiotic. Why? Because we're teenagers. Our bodies are going through huge changes, and we just started working on our self-identity. It's practically impossible to have it all figured out by now, and we shouldn't hold ourselves to such an unattainable standard. Warum tun wir uns das auch an? Wäre es nicht einfacher, wenn wir uns von all dem nicht beeinflussen lassen würden? Ganz einfach. Uns bleibt kaum eine Wahl. Denn sobald wir uns auf eine Social-Media-Plattform begeben, bekommen wir von allen Seiten her zu hören, was wir an uns ändern müssen. Es klingt absurd, aber das ist die Wahrheit. And I try to teach myself so often that I have got to stop striving for perfection and comparing myself to people who seem to have achieved it. But every time I think I finally stop doing so, I relapse. Es ist nun mal leider so, dass es in einer Welt mit sozialen Medien sehr schwer oder nahezu unmöglich ist, sich nicht mit anderen zu vergleichen. Wir können einfach nicht anders. We spend so much time on these apps, scrolling and seeing hundreds of strange faces and overanalyzing their features. I personally get an absurd amount of insecurities just by doing so. I wish I could just like a post and go on about my day, but that
is easier said than done. Ich verbringe dann nämlich sehr viel Zeit damit, darüber nachzudenken, wie ich mehr wie diese Person, die scheinbar keine Fehler hat, sein kann, dass ich etwas komplett vergesse. I am my own person and I need to stop trying to be somebody I'm not. Because being a picture-perfect person with no flaws is just unrealistic. And it's unfortunate because I could be so much happier if I just took that into consideration. But the more time I spend on these apps, the more I obsess over changing myself. Leider kenne ich auch sehr viele Personen in meinem Alter, denen es genauso geht. Und es ist wirklich traurig mit anzusehen, wie viele von ihnen so unglücklich mit sich selbst sind. Therefore, we have to acknowledge the effects these apps have on our lives and our self-worth, and we cannot dismiss the harm they can cause. Wisch und weg, schön wär's. Vielen Dank.